So Leute, endlich habe ich es geschafft. Endlich habe ich mir eine VR-Brille zugelegt. Ich habe mich jetzt hierbei für den kleineren Bruder entschieden. Ganz einfach aus dem Grund, da die großen Geräte, eben PlayStation VR oder Oculus Rift, um die 300 € oder teilweise noch teurer sind. Das ist mir einfach zu viel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob VR wirklich was für mich ist. Deswegen habe ich mir jetzt diese Variante hier gekauft. Ist eben nur fürs Handy gedacht. Ist egal, ob ihr iOS habt oder Android. Ich werde das Ganze jetzt mal auspacken und ausprobieren. Ich bin wirklich gespannt, ob es funktioniert. Und wir sehen uns gleich. So, dann packen wir das Ganze mal schön aus. Man sieht schon, Verpackung ist eben ganz schlicht gehalten, der Name ist eben drauf. VR-Headset von Beenext, die Farbe ist blau, die ich mir gekauft habe. Es gibt einmal blau und einmal rot. Und hier haben wir eben dann noch so ein paar kleine Einzelheiten, die mit draufstehen, aber auch nichts wirklich Wichtiges. Wichtig ist nämlich erstmal, was wirklich drin ist. Und mal gucken, wie wir das hier am besten rausbekommen. Es ist ein Schuber, das heißt, man kann einfach die Außenhülle abziehen, die Papphülle. Und eben dann diesen Schuber auspacken. Und dann haben wir hier vorne diese Lasche. Und die ist natürlich mit Klebeband ja, zugeklebt. Ich öffne die mal ganz kurz. Das geht relativ leicht mit dem Nagel. Oder auch nicht? Doch, sehr gut. Gut. Ja, mal gucken, was wir jetzt da drin vorfinden. Und da sehen wir schon die VR-Brille ganz am Anfang. Mit Band. Das Band ist hinten aus Plastik und eben dann, ja, hier ist das Gerät. Hier vorne haben wir dann noch eine Klappe und auf die komme ich dann gleich nochmal genau zu sprechen. Hier haben wir noch den Inhalt jetzt erstmal, der ist später noch wichtig, aber auch den lege ich erstmal zur Seite und darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. So, sehen wir uns erstmal ganz kurz die ja, Brille an sich an. Das legen wir erstmal nebenhin. Das Heft brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich kann es eigentlich auch gerade mal raustun. Wir gehen darauf sowieso später nochmal ein. Also, ja, kümmern wir uns erstmal um die VR-Brille an sich. Ich bin nämlich schon tierisch gespannt, wie das ganze Ding aussieht und aufgebaut ist. Die Folie geht relativ leicht ab. Ja, ich weiß, die wurde schon mal aufgemacht. Das Ganze ist nämlich, ja, Gebrauchtware. Darum geht es aber nicht, sondern um das Gerät an sich. So, jetzt sehen wir es hier, BeNext. Und hier haben wir auch die Klappe, von der ich vorhin erzählt habe. Die kann man auf- und zuschieben. Eben für Lichtverhältnisse. Und ich erkläre das alles nachher nochmal in Ruhe, wenn ich sie selber ausprobiere. Wir haben hier ein Band, ein elastisches, das sehr wichtig ist, logischerweise. Hier oben sind noch zwei Regler auf dem Gerät drauf. Für die Linsen, die man dann separat noch einstellen kann. Denn jeder Mensch hat verschiedene Augen, die weiter auseinander sind, näher aneinander sind. Ja. Gut, dann schauen wir uns jetzt doch mal ganz kurz die Anleitung an. Nichts Weltbewegendes eben, wie man es halt so kennt. Ein paar Sachen, die man sich durchlesen kann, nicht wirklich wissen muss. Wo ist was? Was ist was an der Brille? Ich erkläre es euch jetzt ja sowieso. Ja, man kann mal reingucken. Also ist halt immer dabei, ne? Bedienungsanleitung. Und das hier fand ich ganz lustig eigentlich, das war ganz cool. Es gab nämlich noch ein Schreiben vom Entwickler selbst oder vom, ich weiß nicht von wem, müsst ihr euch mal durchlesen. Hier mal kurz auf Stopp drücken, ich fand es ganz süß, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. So, das hier finde ich jetzt zum Beispiel wieder sehr wichtig. Die Ersatzteile oder quasi das Equipment, was mit dabei war, abseits vom Tuch, das ist noch ganz wichtig. Ich zeige euch das Ganze gleich mal, warum das denn so wichtig ist, denn ihr müsst Folgendes wissen. Diese Brille ist natürlich für jedes Handy gedacht. Es ist halt Folgendes. Pass auf, ich. Hier habt ihr an der Seite, habt ihr diesen, ja, einmal diesen Schuber hier für die Linse vorne, fürs Licht. Und an der Seite, wo ihr euer Handy reinklemmt, habt ihr diese Halterung. Diese Halterung ist super, denn man kann sie verstellen. Sie ist verstellbar auf jegliche Größe vom Handy mit eben diesem Regler hier. Und jetzt habe ich nämlich aber schon Folgendes gemacht, bevor ich dieses Video aufgenommen habe. Ich habe Schaumstoff unten angebracht, der ist mit dabei. Das seht ihr einmal hier und hier und hier. Und der Schaumstoff ist dafür da,
dass euer Handy nicht verrutscht. Und das ist sehr wichtig. Ich habe schon mal so eine Brille von einem Kollegen aufgehabt, der hat das nicht montiert gehabt. Und wenn ihr euch dann zu schnell bewegt, dann verrutscht euer Handy in dieser Brille eben drin. Und das Problem war ganz einfach, es gibt auf YouTube, ich verlinke das mal ganz unten hier, ein VR-Video, ein Testvideo, so ein Horror-Video quasi, wo es darum geht, sich schnell umzudrehen, wegen Horror-Effekt und sowas. Und auf einmal ist mir das Handy einmal komplett durch die Brille durchgeschnallt und war eben dann nicht mehr wirklich so, wie es sein soll. Deswegen, nehmt die Sachen raus. Es sind, glaube ich, es sind 4 von diesen Schaumstoffpads drin. Nehmt 3 oder 4 von mir aus. Guckt aber, dass die Schaumstoffpads am Ende nicht auf eure Knöpfe drücken. So, ich habe diese VR-Brille jetzt mal mehrere Wochen lang ausprobiert und muss sagen, ich habe ein relativ gutes erstes Erlebnis damit gehabt. Es gibt natürlich jetzt qualitativ hochwertigere Apps oder auch Videos als andere. Auf die werde ich nochmal in einem extra Video eingehen. Wenn man mich jetzt aber fragen würde, hatte ich das Erlebnis davon überzeugt, dir eine PlayStation VR-Brille zu kaufen, würde ich sagen, nein. Es liegt ganz einfach daran, dass mich natürlich auch der Preis von der PlayStation VR so ein bisschen noch abschreckt davon und dass ich hier einfach nicht diesen Wow-Effekt habe, den ich in allen Kritiken und Reviews lese. Es ist allerdings auch ein Fakt, dass das hier für um die 40 Euro wirklich nicht das wiedergibt, was mit einer Oculus Rift oder eben eine PlayStation VR abliefern soll. Muss man sich immer vor Augen halten. Ich rede jetzt erstmal nur über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zwar, wie gesagt, wir zahlen hier, ich glaube, es waren sogar weniger als 40 Euro. Ich werde es hier eingeblendet haben. Und dafür ist das alles doch schon sehr solide und in Ordnung. Es ist natürlich wichtig, dass man vorher auch weiß, dass die Qualität, also die Auflösung dieser VR-Brille, ist exakt gleichzusetzen mit eurem Display vom Handy. Ich habe jetzt hier 2 Mobilgeräte mal ausprobiert. Einmal eben hier mein iPhone SE. Da muss ich sagen, war die Auflösung besser als bei meinem iPhone 6, das natürlich auch hier ein bisschen zerschrammt ist. Dafür war das doch ein bisschen klein. Also das habe ich auch gemerkt, man schnallt das Gerät eben in die Brille rein und ich habe hier links und rechts doch relativ große Schwarzränder gehabt. Das war gewöhnungsbedürftig, hat sich irgendwann auch gelegt, war dann auch in Ordnung gewesen, nichts groß zu bemängeln. Aber als ich eben hier mein iPhone 6 oder das iPhone 11 meiner Freundin eingelegt habe, war das auch eine ganz andere Nummer. Zum einen, weil beim iPhone 11 natürlich die Auflösung wesentlich besser war und eben je größer das Gerät ist, umso weniger Schwarzbild nimmt ihr um die Augen herum einfach wahr. Und das fällt tatsächlich auf. Kommen wir jetzt mal zu den Videos. Man kann ganz einfach eben auf YouTube nach Videos in VR suchen und das macht auch wirklich dann Sinn mit dieser Brille. Es gibt Videos, die wirklich Spaß gemacht haben, die auch intensiv waren und es gibt eben Videos, wo ich mir persönlich gedacht habe, brauchst du nicht unbedingt. Es gibt unglaublich viele Achterbahnfahrten, also man ist sehr oft auf einer Achterbahn unterwegs oder in einer Geisterbahn. Das hat mich überhaupt nicht gecatcht, weil einfach den Effekt einer Achterbahn kriegst du damit nicht hin und ich schätze mal, dass du das auch nicht mit einer PSVR oder einer Oculus Rift hinkriegen wirst, so wie es eben, naja, sein soll. Da fehlt eben doch ein bisschen was. Was ich aber eben sehr intensiv und auch ziemlich krass fand, war der Horror-Effekt. Hab mir ein Horror-Video angeguckt und
Ich werde das ja auch mal verlinken oder in der Beschreibung unten reinsetzen. Das sind mehrere Teile, die man sich davon angucken kann. Und das war schon ziemlich geil. Da befindet man sich einfach in einem Raum, auf einem Stuhl, und rundherum passieren irgendwelche Sachen. Die Türen gehen auf, die Fernseher gehen an. Ganz viel komischer Kram passiert dann da. Das hat schon echt Bock gemacht. Das sind mehrere Episoden gewesen. Und es gibt auch Dokumentationen, die echt Spaß machen. Aber ich bin da immer noch mehr auf dem Horrorgenre hängen geblieben und könnte mir auch vorstellen, dass für mich die PSVR oder eben ja, die größeren VR-Brillen im Horrorgenre wesentlich besser funktionieren als jetzt für zum Beispiel Skyrim. Bei den Spielen habe ich da ein bisschen mehr rumexperimentiert, weil ich einfach Bock drauf hatte, das Ganze mal zu testen, wie es auch wirklich gedacht ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie du so ein Game zocken sollst ohne Controller. Es gibt Spiele, die Controller unterstützen. Da könnt ihr ganz einfach den PS4-Controller nehmen. Seit iOS 13 geht es auch bei Apple, dass ihr das ganz einfach über Bluetooth miteinander verbindet, indem ihr den Home-Button und die Share-Taste oder Optionstaste, ich werde es hier auf jeden Fall einblenden, gedrückt haltet, bis das Ganze anfängt zu blinken. Und dann könnt ihr es eben über Bluetooth miteinander verbinden. Gab jetzt zwei Spiele, die das unterstützt haben. Eins davon war Trail World VR gewesen. Das hat schon echt Bock gemacht. Das hat schon echt Spaß gemacht. Es sah nicht gut aus. Es war pixelig. Es war so ein typisches, hier guck, das ist VR-Game. Das hat dir erstmal so ein bisschen gezeigt, was kann passieren, was geht hier ab. Ist so eine Welt, wo man sich einfach nur lang bewegen muss. Man ist ein Reisender und erlebt halt so ein paar Sachen. Das Ganze kann man auch ohne Controller zocken und das fand ich so ein bisschen interessant, wie das gelöst war. Und zwar konntet ihr seid automatisch gelaufen und konntet oder musstet, um stehen zu bleiben, auf den Boden gucken. Da war dann eben so ein Kreis abgebildet, der, wenn er ausgefüllt war, dazu führte, dass ihr eben stehen bleibt. War eine ganz gute Idee, allerdings habe ich dann irgendwann gemerkt, ey, ich habe das einfach vergessen. Ich habe nicht dran gedacht, um stehen zu bleiben, auf den Boden zu gucken. Und ich bin durch die Schilder durchgelaufen, bin ins Wasser gelaufen oder eben vors Wasser. Ansonsten hat es gut funktioniert. Es ist halt wirklich aber ein Spiel oder generell VR, wo ich sage, mit Controller macht schon wesentlich mehr Bock. Ein anderes Spiel, das ich auch noch ausprobiert habe, das hat sich in einem Labyrinth abgespielt mit Zombies. Man ist auch automatisch gelaufen und man hat eben auch automatisch geschossen. Das bedeutet, sobald ihr einen Zombie gesehen habt, habt ihn anvisiert, hat die Pistole eben dann losgefeuert und gab so ein paar Games einfach, die da wirklich das VR versucht haben, so zu nutzen, dass man eben keinen Controller braucht, Handy natürlich. Und es ist im Großen und Ganzen waren die Spiele nicht mehr, das kann man jetzt negativ oder positiv sehen, denn es geht hier nur um Handyspiele, als ein ganz normales Handygame, im größten Teil Minispiele. Ihr habt einen Haufen von Minispielen, ich habe kein Spiel entdeckt, was wirklich ein komplettes Game war, wo ich sagen würde, das kann man komplett durchzocken in VR. Gab es leider nicht. Und gut, darauf habe ich mich aber auch schon eingestellt gehabt. Das sind ganz viele Mini-Erlebnisse, die ihr damit habt, aber eben auch coole. Ja, gerade bei den Spielen gab es wirklich ein Spiel, wie ist das noch? In Mind oder In Cell VR. Ja, werde ich alles in die Beschreibung unten mit reinschreiben. Das sind wirklich Games, die ihr euch in VR angucken müsst. Das hat wirklich Bock gemacht. Da macht das VR auch wirklich mit dem Handy Sinn. Und da war ich schon nah dran, mir zu denken, ey, wenn das Erlebnis ist, minimiert noch zu dem, was später auf den großen VR-Brillen präsentiert wird, dann will ich doch eine große VR-Brille haben. Hab jetzt allerdings noch kein Spiel erlebt, das ich komplett in VR zocken möchte. Wie gesagt, das hier sind alles Minispiele. Die zockt man mal so eine halbe Stunde maximal. Dann ist auch gut, wenn wir jetzt überlegen, dass es da ein Skyrim gibt oder ein Resident Evil 7, dass man komplett auf VR zocken kann. Ich kann mir nicht vorstellen, da 40 Stunden über Himmelsrand zu laufen und dann mit meinem Kopf nach VR-Manier da alles zu durchforsten. Mag ein geiler erster Eindruck sein, ob es wirklich was ist zum Durchzocken, bezweifle ich leider immer noch. Würde ich diese VR-Brille jetzt empfehlen? Ich sag einfach mal bedingt. Und zwar, wenn ihr zu Hause eine wirklich richtige VR-Brille habt, eine der großen Generation, Oculus Rift, PlayStation VR, ich erwähne sie ständig in diesem Video, ich weiß, dann werdet ihr damit nicht allzu viel Spaß haben, leider. Liegt mehr oder weniger daran, es heißt immer, das ist ein Einsteigermodell, mit sowas kommt ihr in die Welt von VR rein. Ist auch richtig, es ist der Anfang von VR, damit versteht ihr ein bisschen, was VR eigentlich ist. Aber es wird euch nicht davon überzeugen, euch eine Brille zu kaufen für 400, 300 Euro. Das war eben auch mein Problem, das hat es eben nicht geschafft. Hat mich ein bisschen enttäuscht.
Ich denke mal, das liegt aber eben auch einfach an dem Komplettkonstrukt, denn hier macht ihr wirklich nicht mehr als euer Handy vorne reinschieben und gut ist. Hat in Spielen Spaß gemacht, hat auch in Videos wirklich Spaß gemacht, deswegen sage ich eine bedingte Empfehlung, wenn ihr mit sowas noch null Kontakt hattet, von Anfang an gar nicht wisst, was ist VR überhaupt, worauf lasse ich mich denn da eigentlich ein, dann ist das wirklich perfekt, auch gerade für den Preis von unter 40 Euro macht das Ding eigentlich nichts verkehrt. Es ist leicht, zu handhaben, es gibt so viel VR-Content online oder auch als Apps, wo ich nochmal ein extra Video zu machen werde, was es da alles für Spiele und Videos gibt und deswegen sage ich ganz einfach bedingt. Ja, für Leute, die noch keine VR-Brille haben, definitiv eine Empfehlung. Für Leute, die schon VR-Erlebnisse hatten, gute VR-Erlebnisse hatten, da braucht ihr das nicht. Da werdet ihr enttäuscht davon sein, einfach wegen der Qualität, der Auflösung und allem drum und dran. Ich sage, ich habe den Kauf generell nicht bereut. Es hat mich nur nicht dazu verleitet, eine PSVR-Kauf zu kaufen. Und ich erwähne sie so oft in diesem Video, weil das der ausschlaggebende Punkt war, warum ich mir die B-Next überhaupt gekauft habe, um mich zu entscheiden, ob ich mir die PSVR holen soll oder nicht. Hat sie zwar nicht geschafft, aber ich denke, ich muss mir die PSVR trotzdem mal zulegen, allein wegen den Reaktionen der Leute, die das als das Next Level von das Gaming hervorheben, das hast du halt hier nicht. Und ich würde sehr gerne wissen, ob das bei den großen Geräten anders ist. So, das war nun meine Review und mein Unboxing zur B-Next VR-Brille. Zugleich auch mein allererstes YouTube-Video. Das heißt, wenn ihr Kritiken habt oder wenn du sagst, hey, das würde ich noch gern wissen, du hast das weggelassen, einfach konstruktive Kritik, lasst die ganz gerne da. Mein erstes Video war nämlich zugleich mein erstes YouTube-Video, mein erstes Review, mein erstes Unboxing-Video. Das heißt, ihr habt gleich drei Punkte, die ihr angreifen könnt, aber bitte konstruktiv. Er wird das Ganze gern weitermachen, wird auch noch Let's Plays geben. Ich werde noch Videos zu bestimmten VR-Erlebnissen machen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und hoffe, wir sehen uns demnächst. Thank you. Thank you.